angeglichen. Das ist gut. Ja, ja. Und das ist wichtig. Genau, das ist auch das, was du jetzt das Wort und so weiter. Das heißt, wir sind nicht eingeschränkt auf einzelne Kinder, wir können auch Collection-Typen unterstützen. Sowas brennt natürlich böse, wenn man so das sieht, dass man hier einen konkreten Typ hat. Was man ja eigentlich möchte, ist ein Nullable. Und ja. Ich möchte jetzt nicht generisch machen, weil es so wild ist. Aber eigentlich möchtest du jeden Innumerable haben und Cross D noch nicht zu setzen. Entfernen. Danke. Und würdest in dem Fall sagen, dass du bei mir welchen Collection-Typ auch immer du möchtest. Also du kannst auch gerne Linkes reintun, wenn es dir. Ups. Ja, das ist nicht klar. Was ist denn, was mit uns geschehen ist? Ah, das ist gut. Du kannst tatsächlich noch generische Argumente hier angeben, also wenn es jetzt ein Innumerable of String wäre, oder eine Linked List of String. Aber eigentlich müsste das jetzt so klappen, auch wenn man sich ganz doll beschwert. Aber das sind die Fragen. Jetzt zeige ich euch gleich die nächste Macker-Extension, wenn man Typen angeben will. So, das ist jetzt mal die Fehler. Ja, genau. So macht es keinen Spaß. Sagen wir einfach, wir nehmen Jobs davon. Linkless kennt er auch nicht, hast du ja vorhin schon gehabt. Ja, warum auch immer, was er jetzt nicht eingefügt hat. So. Und das bleibt jetzt auch unsere Karte. Genau, also, was haben wir bisher? Wir haben die Möglichkeit, mit XML Objektpronomen aufzubauen. Und zwar von beliebigen Typen. Ja. Das ist eigentlich der Distribut. Das ist, was man mit XAML tun kann. XAML ist definitiv optimiert für die Benutzung mit WPF. Deshalb funktioniert dieses total in den Haaren herbeigezogene Beispiel auch sofort in einem WPF-Umfeld, also mit Anzeige und allem. Ist aber nicht darauf beschränkt. Also gerade wenn man arbeitet mit, sagen wir, mit Code-Generatoren oder als andere Form der Serialisierung. Ist jetzt nicht so, als wäre XML-Serialisierung, was jetzt gestern erfunden worden wäre. Das ist schon eine alte Sache. Aber es hat durch diese Erweiterung Market Extensions halt jede Menge Freiraum für eigene Tricksereien. Ja. Und dabei würde ich es dann auch belassen. Das ist noch Fragen. Ich? Ja. Das Design brauchst du dann aber nicht im Code, nehme ich an, bei komplexen Sachen. Das Design, stimmt. Das Design, das ist die UI-Geschichte. Das UI baust du im Sound. Also das brauchst du. Dann absolut möglich in diesem XML-Format. Ja,
Könnte anstrengend werden. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich erinnere mich, als du deinen Sokoban-Editor bauen wolltest. Musste ich von dem... selber Muss ich von dem Gedanken sein, die Darstellung oder was WPF versucht zu tun, ist die Darstellungsebene so klar wie möglich zu trennen von der Ebene vom Verhalten. Das heißt, du willst, dass der Code halt das Verhalten regelt, die logische Interaktion von Komponenten, aber das Aussehen und der Zusammenbau und das Layout, die Komposition der UI soll so weit wie möglich im XAML passieren. Und die Interaktion der beiden soll auf ein Minimum reduziert werden. Das heißt, du greifst auch nicht namentlich im Code auf XAML-Elemente zu, sondern du machst die Sache per Binding, was ich jetzt nicht vorgestellt habe. Ja. Weil es eigentlich kein XAML-Ding ist, es ist so ein WPF-Ding. Ja. Aber tatsächlich, die UI soll, wenn möglich, in der WPF-Applikation so weit wie möglich in XAML vorliegen. Ja, das ist ja sicherlich dann auch eine Möglichkeit, das Ding outzusourcen, dass wirklich jemand das UI baut und das ist der große Traum. Ja. Das war die Idee mit der Applikation namens Blend. Das ist der Visual Editor für WPF. Der versucht hat, das versprochen hat, ich kann hier mal einen Designer ansetzen und der macht mir XAML-Output und dann tue ich das einfach in meinen Solution-Ordner rein und alles funktioniert. Und am Ende hat sich das Blödsinn herausgestellt. Aber verglichen mit dem Workflow, den es davor gab, mit grafischen Designern, hat sich die Sache doch extrem verbessert. Gerade mal, wenn man sieht, wie der Output des Editors aussieht. Also wenn du dir einen Output eines Visual Swing Editors anguckst, dann hast du halt Code, den du nie wieder anpassen darfst. Weil wenn du eine Zeile vertauscht, dann ist die kaputt. Aber hier hast du XML-Code, wo du durchaus ein bisschen tweaken kannst und der danach im Editor immer noch zu öffnen ist. Einfach weil er halt keinen Prozess abbildet, den Prozess des UI-Aufbauens, sondern weil er einfach sagt, so sieht die UI aus, so soll sie sein. Ja. Und dieser Ansatz ist meiner Meinung nach das Beste, wo kein Glück drauf ist. Naja, machen ja viele so. Also, ja, Tool gab es vorher schon. Visual Studio ist ja dann nicht der einzige, oder? Seit HTML und CSS ist ja auch die Trennung. Nur bei HTML fehlt mir die Code-Seite, die ich dahinter stecken kann. Aber natürlich im Hintergrund ist ja trotzdem noch irgendwo ein Code, der Hardware aus dem XML nachher wieder was macht. Die Klasse ist nur versteckt jetzt. Genau, also es gibt in dem Fall, das ist WPF-spezifisch, aber es gibt tatsächlich noch eine generierte, heimliche Klasse, die diesen ganzen Aufbau aus der XAML-Datei dann macht. Das ist aber ein WPF-spezifisches Ding. Du kannst durchaus den Zulaufzeit diese XAML-Datei laden, ohne dass sie vorkompiliert wurde und daraus ein Objekt erstellen. Daran hindert dich keiner. Du kannst den XAML-Reader tatsächlich sagen,